Wir gehen heute hierhin, weil ursprünglich geplant war, dass hier geräumt wird. Wir befinden uns hier direkt auf einer Blockade. Räumung wird nicht stattfinden, weil es einen Rodungsstopp gegeben hat. Und wir sehen hier Teile des Hambacher Forstes, die weg sollen. Hier bauen die Leute gerade Baumhäuser. Und wenn wir da hinten hinschauen, da ist quasi das Ende der Welt. Da hinten beginnt das Rheinische Braunkohlerevier, der Braunkohletagebau. Und wir sagen hier als Linke ganz klar, wir wollen das beobachten. Wir unterstützen diese Proteste und sehen sie auch als Teil der Kämpfe hier um Klimagerechtigkeit.